Guten Morgen, das ist ein kleines Update-Video. Ihr seht vielleicht hinter mir, dass hier alles kunterbunt rumliegt. Ich bin quasi, ja, nur mal ganz kurz hier auf der Durchreise. Ich befinde mich gerade seit 2 Wochen und noch 4 bis 5 Wochen ja, unterwegs. On the road, beziehungsweise weniger on the road als in the wood, im Wald. Ich habe wieder ein Rainbow, also eine Veranstaltung, wo wir uns gemeinsam draußen in der Natur treffen und gemeinsam nur als Mensch begegnen, egal was diese Menschen auch in ihrer Freizeit tun oder karrieretechnisch tun, sondern wir begegnen uns im Wald und ja, ohne Technik, ohne jeglichen Komfort, ausgenommen vielleicht, sage ich mal, von dem Zelt, was durchaus schön ist, egal ob Hitze oder kalt, so ein kleiner Schutz ist immer gut, aber ansonsten ja, bewegen wir uns einfach so, wie uns die Natur geschaffen hat, vielleicht ein paar Fetzen noch übergeworfen, ansonsten wochenlang einfach Kommunikation nutzen, Meditation nutzen, einfach im Sein erleben und vor allem eben auch Dinge kultivieren wie Liebe, Respekt, Achtsamkeit. Und jedes Mal, wenn ich dann auf so einer Erfahrung gewesen bin und jetzt sind 2 hintereinander, deswegen auch etwas länger, verändert das etwas. Und das passt ganz gut, da ich auch meinen Namen geändert habe. Ich habe die Kommentare natürlich alle gelesen. Ich habe die Kommentare nicht alle beantwortet. Aus dem einfachen Grunde, auch nicht nur zu dem Video, auch zu den anderen, seit ich auf Reisen bin. Weil ich quasi schon auch mal die Zeit finde, einfach mal die Kommentare zu lesen, das Feedback auf meine Gedanken oder auf meinen Weg. Aber ja, auf der kleinen Handy-Tastatur gar keine Antwort geben kann, was auch der Frage gerecht wird, wenn es eine Frage ist oder dem Statement, sondern ich habe tatsächlich das jetzt einfach mal so gemacht, dass ich das einfach wirken lasse. Klar, wenn eine Frage da ist, dann dürstet es mich schon danach, diese Frage auch zu beantworten, aber man kann auch mal eine Frage stehen lassen und man kann einfach mal die Sachen einfach auch so annehmen, auch Sachen, wo ich mich vielleicht rechtfertigen möchte, wo ich sagen möchte, nein, das ist nicht so, das siehst du falsch. Nein, derjenige sieht es, wie es für ihn den Anschein hat und es ist seine Realität. Und es ist auch nicht immer notwendig, jeden von seiner Realität da zu überzeugen oder zu sagen, hey, das ist so und so. Es ist auch gar nicht notwendig, dass ein Mensch, der irgendwo auf diesem Planeten sitzt, genau erfahren muss oder genau wissen muss, was ich mit irgendwelchen Gedanken genau meine oder in dem Thema Namensänderung, was ja doch recht viele Reaktionen hervorgerufen hat, was das genau für mich bedeutet. Derjenige oder diejenige können oder sollten sich aus den Lebensgeschichten von anderen Menschen immer Dinge herausziehen, für ihr eigenes Leben nutzbar machen. Aber wenn es zu einer Art von Irritation führt oder negativen Emotionen, dann ja, macht es meist keinen Sinn für diejenigen Menschen. Und entsprechend ist auch ganz gut, mal einfach die Dinge stehen zu lassen. Ich werde auch im Folgenden die Kommentare alle lesen, so alleine, weil es mich total interessiert. Sonst hätte ich die Kommentarfunktion ja schon lange abgeschalten. Und werde aber wahrscheinlich gar nicht groß antworten können. Also, ja, also wenn ihr Fragen stellt, werde ich sie wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen nicht beantworten können. Ich weiß auch nicht genau, wie lange die Reise geht. Die Reise zu mir, die Reise in die Natur. Ich weiß nur, dass ich sie sehr genieße. Und jetzt an den 2 Tagen, wo ich mal kurz hier wieder zu Hause bin, zu Hause ist auch so ein Wort, wo ich hier in einer Wohnung, in meiner Wohnung bin, da bin ich ganz kurz jetzt da rausgerissen, eigentlich, aber ich fühle mich eigentlich gar nicht so rausgerissen, sondern ich nehme die Dinge hier einfach so wahr wie die Natur. Und halt gewisse Sachen, die anders sich darstellen, etwas konstruierte, mehr tatsächliche Dinge, die irgendwie erschaffen wurden und nicht natürlich sind, aber ja, man nimmt einfach, also ich habe das Gefühl, einfach auch alles annehmen zu können. Und ja, und ich musste jetzt hierher, weil meine Steuererklärung, und die darf seit diesem Jahr gar nicht mehr per Papierform abgegeben werden, sondern muss elektronisch abgegeben werden. Das heißt, ich muss meine gesamten, mein Gewerbe halt alles nochmal elektronisch quasi irgendwo einfüttern hier. Das System nennt sich Elster und da muss man das jetzt tun und okay, das mache ich einfach. Bin der Akzeptanz und jetzt
Aber beschäftige mich heute damit. Ja, aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich die Möglichkeit gleich nutzen, um euch einfach ein Update zu geben. Wie gesagt, ich bin jetzt auf Reisen in der Natur. Davon wird es wahrscheinlich keine Videos geben. Das hängt auch ein bisschen mit meiner Veränderung zusammen, dass ich auf YouTube generell vor allem halt Themenvideos bringe, quasi die Extraktion meiner Erfahrungen, und selten einfach so einen Vlog noch machen werde. Auch wenn ich weiß, dass das gut ankommt, aber wenn man sich einen Vlog anschaut von einem anderen Menschen, ist das so ein bisschen auch so ein Rausreißen aus der eigenen Welt. Und klar kann das auch Inspiration liefern, ohne Frage. Es ist aber de facto so, dass, und da kenne ich aus meinem Umfeld auch ein paar Menschen, die dann so versacken und sich total inspirieren lassen von vielen Menschen, aber diese Inspiration einfach nur irgendwann versackt, weil man lässt sich einfach nur inspirieren, aber am Ende des Abends sitzt man immer noch vor dem Rechner und hat die ganzen Vlogs durchgeschaut. Und von daher denke ich, ist es viel sinnvoller, einfacher thematische Videos zu machen, die vielleicht nicht so suchtmäßig sind, die natürlich dann auch nicht so erfolgreich sind, nicht so oft geklickt werden, nicht so lange geschaut werden, aber die einfach wirklich was bewirken. Und darum geht es mir bei meiner Arbeit, dass ich den Fokus nicht darauf lege, dass möglichst viele Menschen klicken und dass möglichst viel lange geschaut wird und mehr Abonnenten und so weiter, sondern der Fokus darauf liegt, was ich tue und wo ich ein gutes Gefühl habe. Und entsprechend ändert sich da auch ein bisschen die Prioritäten. Es gibt natürlich trotzdem noch für Menschen, die mich gern persönlich verfolgen, auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu schauen, was ich mache, ein paar persönliche Eindrücke, die natürlich viel selektiver sind und viel einzelner als Fotos. Aber bei Instagram und Facebook poste ich halt auch da gerade, wo ich bin oder ein Gedanke oder so weiter. Da eher so die persönliche Schiene. Das passt auch besser zum Profil von Facebook, was ich wirklich zu schätzen gelernt habe. Nach anfänglicher Kritik und Skepsis, die ich gegenüber diesem Medium hatte, muss ich sagen, Facebook ist mindestens so wertvoll wie YouTube, wenn nicht sogar noch wertvoller, weil es halt eben diese persönliche Komponente noch viel stärker enthält und auch die Identifikation des Einzelnen unterstützt. Und bei YouTube ist halt eher die Anonymität und dafür per Video eine etwas durchdringendere und diversifizierende Botschaft zu vermitteln. Und das ist auch gut, ne? Also von daher, ja. Mit der Namensänderung, was ich so gelesen habe, warum ich das getan habe. Viele haben so ein bisschen gedacht, hey, ich will so das Vergangene abstreifen und jetzt das Neue und das Alte ist schlecht oder so weiter. Das ist, also wer wahrscheinlich Abonnenten, die mich noch nicht so lange verfolgen, wer mich kennt, wird wissen, dass ich mich sehr intensiv mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt habe, und ohne diese Vergangenheit würde ich nicht dort stehen, wo ich jetzt bin. Und deswegen gibt es auch noch alle Videos, die mein Weg bis hierher quasi veranschaulichen, und auch Videos, wo ich von meiner Vergangenheit, bevor ich mit YouTube angefangen habe, geredet habe, wo ich all die Dinge gesagt und vermittelt habe, die in meinem Leben nicht so gut gelaufen sind, und all die Dinge, die ich getan habe, die ich damals als richtig empfunden habe oder die ich damals als cool empfunden habe und die mittlerweile eben für manch einen beschämend sind und für manch einen nicht nachvollziehbar sind, aber sie waren Teil meines Weges und den möchte ich auch nicht verleugnen und den werde ich auch nie verleugnen. Der neue Name hilft einfach nur, und das ist im Übrigen auch, kommen wir nachher noch dazu, ein Spitzname und kein amtlich anerkannter Vorname, hilft nur, das neue neuronale Netz zu stärken, und das ist ein großer Unterschied. Und wer das Video zu neuronalen Netzen noch nicht gesehen hat, googelt einfach bei YouTube. Ich glaube, meins ist eines der ersten Videos, wenn ihr das eingibt. Ansonsten einfach auf meinem Kanal, könnt ihr auch mal die Lupe klicken und einen Begriff eingeben, der euch interessiert, ein Thema, und seht dann nur die Videos von mir zu diesem Thema. Ja, damit habe ich auch schon das zweite erwähnt. Das ist ein Spitzname. Samuel ist ein einfach, amtlich anerkannter Spitzname sozusagen, also im offiziellen Kontext geredet. Ist einfach nur ein Spitzname, ist ein Rufname. Ne? Mein Name ist natürlich immer noch Christian Pörzel, und wer mich Christian nennt, der werde ich trotzdem natürlich noch gucken. Und ich habe das ja auch gesagt, wer das möchte, der sollte mich weiter Christian nennen. Ich weiß, wer gemeint ist. Aber ich persönlich und die Menschen, die mich schätzen und die mich lieben, die respektieren das natürlich und sagen, hey, Samuel. So. Und ist auch kein Problem, das heißt jetzt nicht, dass jetzt keine suggestive Beeinflussung, dass irgendwie die Menschen, die mich jetzt Christian nennen, dass sie mich nicht lieben, sondern es ist einfach ein Fakt. Ne? Wir sind hier über YouTube verbunden und ihr mögt vielleicht meinen Kanal, aber findet das irgendwie affig, dass ich mich jetzt Samuel nenne und morgen heiße ich dann vielleicht Fridolin. Wir nennen einfach Christian. Vollkommen in Ordnung hier. Das muss doch auch nicht sein. Also man muss nicht aus eurer Sicht jeden lieben und vollkommen
vollkommen legitim. Das ist einfach so eine Sache, die ich euch teilen wollte. Und klar, man setzt sich da automatisch immer so gewissen Bewertungen aus von anderen Menschen. Das habe ich gelernt und mittlerweile komme ich damit auch viel, viel besser klar als früher. Aber ja, nichtsdestotrotz wollte ich es einfach jetzt trotzdem mal gesagt haben. Genau. Und ja, mehr möchte ich eigentlich da gar nicht groß zu sagen, dass, was die Namensänderung angeht. Ansonsten noch, ja, ihr könnt euch auf einige interessante Themen freuen. Ich bin viel in Austausch jetzt gewesen, jetzt die letzten 2 Wochen mit Menschen, die ja auch durchaus alternative Lebenswege gehen, alternative Gedanken haben. Da kommt natürlich immer so ein Selektionsprozess. Ist auch sehr, sehr interessant, gerade im spirituellen Bereich. Ich hatte da vor kurzem auch ein Video gemacht. Im spirituellen Bereich ist auch viel, ja, mittlerweile monetäre Ausrichtung und ja, Verflechtung mit kommerzialisierenden Gedanken, also die auf Kommerz ausgerichtet sind und auch ja, entsprechende Instrumente zur Persönlichkeitsentwicklung, die dann letztlich einfach nur einen Titel tragen, der gerade irgendwie gerade modern ist, wie zum Beispiel Lichtarbeiter oder Gotteskost oder irgendwie so, was gerade irgendwie populär ist. Und ja, daraus ein Konzept entwickeln und im Endeffekt ja, das bringen, was eigentlich schon immer auf dem Markt ist und dadurch eine neue Idee vermarkten und solche Dinge. Und da sind auch ein paar kritische Gedanken dabei, da waren sehr viele inspirierende Gespräche dabei, ich habe neue Dinge gelernt. All das halte ich hier immer in meinen, ja, meinem Büchlein hier fest und ja, und daraus werden dann auch die Videos. Und ich glaube jetzt gerade in den letzten 2 Wochen und jetzt auch in den nächsten Wochen kommen wieder sehr viele Inspirationen dazu. Ich habe natürlich auch schon die Videos für diese Zeit vorproduziert, das heißt alle 2 Tage. Es ist jetzt immer so, dass ich immer ein gutes Gefühl habe, Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag und dann wieder Sonntag ein Video zu produzieren, dass man auch mal einen Tag hat, so ein bisschen was setzen zu lassen. Meine Themen sind doch teilweise recht intensiv und gerade wenn das jetzt keine Vlogs mehr sind und solche leichten Themen, sondern halt tatsächlich, wo man auch mal drüber nachdenkt, wo es auch ganz gut tut, mal einen Tag Pause zu haben und ja, zumal es ja noch Millionen andere YouTuber gibt und da man nicht darauf angewiesen ist, dass nun der Samuel gerade ein Video wieder gemacht hat. Ja, ja, Auto, ganz kurz Update, also ich bin jetzt 4000 Kilometer mit diesem Auto gefahren, das hat er schon 200.000 Kilometer runter und ja, läuft, keine Probleme, freue mich und man kauft ja immer so ein bisschen die Katze im Sack bei so einem Gebrauchtwagen, aber ich bin sehr, sehr zufrieden bisher, muss ich sagen. Gut, ja, das soll es eigentlich gewesen sein, kleines Update und ja, freut euch auf die Videos, die jetzt, die schon gedreht sind und auch auf die Videos, die kommen mögen. Ich freue mich total auf jeden Fall, weil ich bin zurzeit in einer großen Phase, wo ich mich viel hinterfrage, wo ich sehr stark transformiere. Jeder transformiert täglich, ja, aber ich merke gerade, es ist so ein richtiger Prozess, der ganz, ganz viel initiiert und ja, bei mir ist das auch zu beobachten, so in den letzten Jahren immer so, normalerweise war so alle 2-3 Jahre ein Zyklus, derzeit sind die Zyklen sehr, sehr eng, so jedes Jahr passiert irgendwie was, was mein Leben ganz schön verändert und jetzt gerade ist auf mentaler Basis was am Laufen, die mich manchmal so verfolgen bei Instagram, Facebook oder die auf die Rohkost-Podlucks kommen, die bekommen das schon mit und andere bei YouTube bekommen das indirekt mit, manchmal so durch meine Art oder was passiert. Aber, na, es läuft was. Ich hoffe, bei euch läuft es auch und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich euch mit meinen Videos auch zum Laufen bringen kann, auf der einen oder anderen Art und Weise oder auf die eine oder andere Art und Weise. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, wir sehen uns in 2 Tagen wieder, euer Samuel.